So, dieses wunderschöne Instrument ist eine Autoharp. Und eine Autoharp gehört zur Familie der Akkordzithern. Das heißt, das sind Instrumente, wo wir hier oben Knöpfe drauf haben und diese Knöpfe wiederum bewegen diese Balken. Und die Balken wiederum haben unten drauf kleine Filze, die dann dafür sorgen, dass die Saiten, die nicht zum Akkord gehören, abgedämpft werden. Das heißt, unabgedämpft ist es so, dass alle möglichen Töne hier nebeneinander haben. Das heißt, wenn man was so machen, klingt so ein bisschen wie wenn man auf dem Klavier haut. Also, ich meine auf die Tasten. Ja, das Instrument selber ist in der Folk- und Bluegrass-Szene in den USA sehr beliebt. Es gibt Ring of Fire zum Beispiel, ist auf der Autoharp entstanden. Bekannteste Vertreter in den USA sind wahrscheinlich die Carter Family. Und die Carter Family, June Carter zum Beispiel, die Frau von Johnny Cash, die hat auf der Autoharp Ring of Fire komponiert. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich doch kein amerikanisches Instrument. Es wurde nämlich 1882 in den USA zum Patent angemeldet von einem Herrn, der Charles Zimmermann heißt. Und naja, Charles Zimmermann klingt ja nicht ganz undeutsch. Und dieser Charles Zimmermann war in dem Jahr davor in Deutschland gewesen, und zwar in Martenneukirchen. Und ist dort auf einen Herrn Gütter getroffen. Und der Herr Gütter, der hat 1883 die Volkszither in Deutschland zum Patent angemeldet und vorher aber schon einige von diesen Instrumenten verkauft. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen wie bei Monopoly. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, derjenige, der Monopoly zum Patent angemeldet hat, hat die Idee geklaut, also sehr kapitalistisch. Das passt dann ja auch irgendwie ganz gut zum Spiel. Und so ist es eben auch mit der Autoharp. Genau. Und unsere Autoharp hat 21 Akkorde. Das heißt, die über diese Tasten hier bedient werden können. Und was natürlich schön ist, wenn man transponieren will oder muss, manchmal muss man ja auch, ja, dass man will, ist es so, dass man denselben Fingersatz verwenden kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein C spiele. Und jetzt sagt aber der Trompeter in meiner Band, ich möchte in B spielen, dann kann ich einfach denselben Fingersatz nehmen. Und einfach die Finger versetzen. Es sind ja die allermeisten Akkorde, die man irgendwie brauchen kann, drauf. Hier haben wir noch so kleine Gurtknöpfe, das heißt, man kann sich das auch umhängen und ja, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß.